Hey ho, meine Lieben. Heute machen wir im Prinzip ein kleines Werbevideo. Warum? Ich habe hier was bekommen von Paul. Da möchte ich mich erst einmal bedanken für die schnelle Lieferung von Hall 1993. Dankeschön. Und zwar den Rollenschleifer. Was ist das? Einige werden das Ding vielleicht schon kennen. Das ist ein Rollenschleifer zum Messerschleifen. Ich habe das Teil noch nie benutzt. Werde jetzt meine alten Messer, beziehungsweise die Messer, was ich eigentlich immer heraußen benutzen wollte, damit schleifen. Ja, bis jetzt habe ich noch nichts gefunden, wo ich die habe wirklich schleifen können. Und ja, die AMC-Messer von drinnen. Ich glaube, da wird mich mein Schatz fressen, wenn ich mit was anderem dahin gehe als dem AMC-Schleifstein. Aber mit dem hier werde ich alle anderen Messer schleifen. Und jetzt gehen wir darüber und probieren das Ding das erste Mal aus. Tja, ich zumindest. Also, wie ich schon gesagt habe, ich habe hier meinen, ja gut, jetzt habe ich genau das Brotmesser erwischt, meinen Messerblock, der was ja eigentlich für hier heraus gedacht war, nachdem wir unsere guten Messer drinnen bekommen haben. Und die werde ich jetzt endlich schleifen. Kommen tut das Ganze in so einer schönen Schachtel. Wenn wir reingucken, Bedienungsanleitung, dieser Rollenschleifer, eine Seite Diamant besetzt und die andere Seite zum Abziehen hinterher. So, muss ich bloß aufpassen, dass man es nicht wegrollt. Und dann hier dieser Magnethalter. Da sind Magnete eingelassen, um eine 15 Grad Schleiflehre. Die Magnetschleiflehre ist dazu gedacht, den Schleifwinkel des Messers konstant bei 15 Grad einzuhalten. Ja, und das probiere ich jetzt einfach aus. Und dann sehen wir schon, ob es ja taugt. So Leute, dann wäre ich soweit, um einmal das erste Messer zu schleifen. Ja, was bringst du mir da? Ein ganz altes. Ein ganz altes? War irgendwann einmal ein ganz gutes. Irgendwann einmal ein ganz gutes. Also, Zewa-Test schneidet mal gar nichts. Dann tun wir das hier mal rein. Und schwuppdiwupp. Also der Magnet hält da mal richtig Bombe. Auf dem guten Brett machst du das. Ja. Ja gut, das ist jetzt eigentlich schon ein kleineres. Da können wir den Anschlag hier nehmen. Und dann glaube ich erst mit der Seite hier. Gerade halten. Also ich glaube, bei dem Messer könnte das etwas ein klein bisschen länger dauern, bis der grobe Schliff erst einmal drin ist. Mit leichtem Druck. Schleifst du das nur auf einer Seite? Nein, das wird beidseitig geschliffen. Wie machst du das auf der anderen Seite? Zeige ich dir gleich. Jetzt machen wir hier erst einmal so einen groben Vorschliff. Und dann dreht man das Ding um. Und dann macht man das Ganze auch zwei, dreimal. Das mache ich jetzt ganz einfach einmal, um zu gucken, wie schnell das Messer wieder scharf ist. Da bin ich echt gespannt. Wichtig ist natürlich eine gerade Unterlage. Deswegen habe ich ja auch dieses Brettchen jetzt genommen.
Und ich denke, optisch verträgt sich das Brett vom Lars ganz gut mit dem Rollenschleifer von Hall. Also jetzt haben wir es einmal ein wenig vorgeschliffen auf gut Deutsch. Man kann schon reinschneiden. Naja. Naja, machen wir weiter. Also es steht auch in der Anleitung, bis der erste Schliff vollständig ist, kann das wirklich mehrere Minuten dauern. Das wird es mit Sicherheit auch. Ich schleife das jetzt soweit mal weiter mit dem Teil. Also ich mache das jetzt schon eine ganze Weile. Ja, was heißt eine ganze Weile? Ein paar Minütchen halt jetzt, 2-3 Minuten. Und vom Geräusch her ist es jetzt schon etwas feiner geworden. Es ist nicht mehr das extreme Kratzen. Also so langsam könnte die Schneide was werden. Alles Mögliche hat man mit dem Schnitter. Also du warst jetzt sozusagen so gehässig und hast mir das fertigste Messer gebracht, was du gefunden hast. Mhm. Die Leute, die hockt da drüben und macht so. Ja. Ich brech zusammen. Das Messer kann jede Schleife. Ja, da schau, aber es schneidet schon durch. Mhm. Aber noch nicht so, wie wir es wollen. Mhm. Hat man es gesehen? Noch nicht so, wie wir es wollen. Und der andere macht man sowas mit einem Blatt Papier und nicht mit einem Zewa. Ja, Zewa ist aber noch heftiger. Aber ich kann ja hier mal von der Werbung was nehmen. Aber wenn es das Zewa schneidet, ist es wirklich scharf. Ja, dann machen wir eine dritte Runde. Es fühlt sich auf alle Fälle schon mal besser an. Wenn einmal so ein Messer mit dem Stein auf die 15 Grad geschliffen ist, zum Nachschleifen geht es dann ruckzuck. Definitiv. Haha, Leute, bin ich deppert. Dass dich der hier so bewegen lässt, ist natürlich gewollt, weil man braucht hier bloß dann in der Mitte anlangen und kann hier ganz einfach rollen. Und nicht so umständlich, wie ich das gerade gemacht habe. Oh Mann, dann ist es ja noch tausendmal einfacher, als ich es ja, bis jetzt gemacht hatte. Und dann schauen wir doch mal, ob wir dieses Messer nicht doch noch scharf kriegen. Also Schatz, das mit dem Messer war jetzt echt gemein von dir. Ja, ich habe das jetzt mal scharf. Also, wenn das Messer wieder scharf wird, dann muss ich sagen, taugt der Rollenschleifer wirklich was. Also, ich schleife jetzt noch ein bisschen. Ist das scharf genug? Für mich reicht. Für dich reicht? Ich will ja nicht nach Texas reden auf dem Messer. Ja, gut. Also, ich denke, wenn wir das jetzt noch ein paar Mal schleifen, wird es irgendwann einmal richtig geil scharf werden. Das Ding war ja wirklich richtig fertig. Also man sieht auch noch Scharten drin. Das hätte erst einmal einen richtigen Grundschliff benötigt. Also das war jetzt der extrem harte Test. Und jetzt probiere ich mal eins von meinen Messern aus. Und zwar das hier. So. Nehmen wir gleich wieder ein Papier. Und wir sehen, die Messer haben schon einen gewissen Vorschliff. Also die sind noch nicht so fertig, wie das eine da war. Und das probieren wir jetzt einmal nochmal nachzuschleifen. Dann nehmen wir jetzt diese Seite hier.
Also die Schleifer sind ja dazu gedacht, die Messer nachzuschleifen und nicht an Grundschliff von 15 Grad zu verpassen. Und es hört sich auch schon ganz anders an. So, nochmal nachgeschliffen. Dreimal bin ich, glaube ich, jetzt drüber gegangen. Und man sieht schon, das Messer hat doch etwas an Schärfe bekommen. Was anderes außer das Papier habe ich jetzt leider nicht zum Schneiden da. Gefällt mir sehr gut. Also im Gegensatz zu dem, wo wirklich kaputt geschliffen war, hatte ja das noch ein bisschen Vorschliff. Ging natürlich mit diesem wesentlich schneller als mit dem hier. Schneiden tun sie beide wieder. Das hat ja gar nichts mehr geschliffen. Ja. Dann werde ich dann nochmal die anderen Messer noch soweit fertig schleifen. Und das Teil eindeutig mal für gut befinden. Gefällt mir sehr gut, weil man ja auch hier mit dem Magnet, mit der Magnetlehre wirklich die 15 Grad einhält und die Messer richtig geil schleifen kann. Meine Kaufempfehlung hat dieser Rollenschleifer auf alle Fälle. Was kostet der eigentlich? Verlinke es einfach. Ich verlinke, ja genau. Ich sage jetzt gar nichts einmal zu dem Preis. Ganz billig ist es nicht und es lohnt sich. Ich verlinke das Teil einfach unten, die Seite direkt zu Hall. Und wie gesagt, mein Tipp, auf Messen und so, da kriegt man meistens Sonderpreise. IZB, IDGM. Leute, wir sehen uns bis demnächst. Ciao, ich muss jetzt noch Messer schleifen. Hoho, ich nochmal. Ich habe das nächste Messer gerade geschliffen und... Na? Also, es funzt. Und jetzt noch was, wenn man so ein Zewa einrollt. Moment, das Eule ist am Boden runtergefallen. Rollen wir das mal schnell hier ein. Dann haben wir hier so eine eingerollte Zewa-Rolle und die schneiden wir jetzt noch durch. Also funktioniert mit dem Messer, das haben wir vorher mal schnell geschliffen. Mit dem funktioniert es auch. Aber hallo, mit dem funktioniert es ja fast noch besser. Also ich würde mal sagen, die Dinger sind scharf. Für den normalen Hausgebrauch wird es auf alle Fälle ausreichen. Und weg.